Hier erfährst du die fünf gesündesten Lebensmittel, um gesund uralt zu werden. Du solltest sie regelmäßig verzehren, dann steht nichts mehr im Wege, dass du physisch und psychisch vital bleibst. Um möglichst uralt, aber gleichzeitig gesund und vital, aber auch psychisch, mental fit zu bleiben, ist es wichtig, dass wir die richtige Nahrung zu uns nehmen. Wenn du möchtest, kannst du auch ganz kurz einen Stift und einen Zettel nehmen und dir einen Einkaufszettel schreiben. Ich fange nämlich an mit den ersten Lebensmitteln, also den Überbegriff Kreuzblütler. Was sind jetzt eigentlich Kreuzblütler? Kreuzblütler ist der Überbegriff für verschiedene, unter anderem hauptsächlich Kohlsorten wie Brokkoli, Blumenkohl, Rotkohl, Kresse, Grünkohl, Kohlrabi, Chinakohl, Pak Choi, Rucola, Rettich, Weißkraut, Wirsing, Blaukraut, Senfblätter, Radieschen und Raps. Das sind so, was mir jetzt zuallererst einfällt, was wirklich absolut gesund ist, wenn es darum geht, seinen Körper mit ganz vielen Vitaminen, Mineralstoffen, aber auch Ballaststoffe zu versorgen. Punkt Nummer 2, Nahrungsmittel Nummer 2, Olivenöl. Ja, die mediterrane Küche, jeder weiß eigentlich und sollte bis spätestens jetzt wissen, dass sie unheimlich gesund ist und auf jedem Teller sollte eigentlich immer, am besten jeden Tag, bei mir ist es jedenfalls so, wirklich, wirklich jeden Tag Olivenöl. Olivenöl ist so gesund. Olivenöl ist so gesund für dein Herz-Kreislauf-System. Das Omega-3 ist so gesund für unser Gehirn. Es ist so gesund für unsere mentale Gesundheit. Es ist so gesund für unseren Blutdruck, wenn man zum Beispiel Bluthochdruck hat, schon hat. Aber es kann sogar Blutdruck senken sein. Es ist so gesund für den Darm, für die Leber, für den Cholesterinspiegel. Und ich finde wirklich, es sollte wirklich, wirklich an keinen Teller fehlen, das Olivenöl. Es wäre auch tatsächlich am besten, wenn du anfängst, mit Olivenöl zu kochen. Ich weiß, viele sagen, mit Olivenöl kochen, weiß nicht so recht und es ist auch ein bisschen Geschmackssache, aber ich sage dir ganz ehrlich, Olivenöl ist wirklich wie ein Zaubermittel. Warum nicht jeden Abend Nüsse zu sich nehmen für dein Gehirn? Ja, das berühmte Studentenfutter. Man könnte es tatsächlich, wenn man wollen würde, jeden Abend an den Fernseher, zum Beispiel beim Netflix gucken oder anderen Sendungen oder YouTube vielleicht, einfach statt Chips oder irgendwelche Schokoladenpräparate zu sich zu nehmen, einfach Nüsse. Nüsse sind so gesund und sie sind auf meiner Liste der Nummer 3 der gesündesten Lebensmittel der Welt. Nüsse senken den Cholesterinspiegel und wir alle kriegen, also zumindest die allermeisten, kriegen im Alter früher oder später Probleme mal mit dem Cholesterin. Das ist nicht gut für unser Herz. Auch Nüsse schützen das Herz. Was ganz, ganz wichtig ist, sie sind reich an Kalorien. Und jetzt sagt der eine oder der andere, aber so viel Kalorien ist doch nicht gut, es macht dick. Nein, Nüsse machen nicht dick, obwohl sie viel Kalorien haben. Sie haben sehr, sehr gute Kalorien, nämlich sie haben mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und die sind ähnlich wie beim Olivenöl so gesund für unser Körper. Deswegen macht ihr gar keine Gedanken oder welche Nüsse es sind, das spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Die sind eigentlich alle auf ihre Art und Weise extrem gesund. Außerdem haben sie ganz, ganz viele Proteine und die brauchen wir für unsere Muskeln und das ist extrem gesund. Aber hey, auch für die Leber. Es wirkt nämlich auch einer Fettleber entgegen, beziehungsweise hilft bei der Prävention, erst gar keine zu bekommen. Nummer 4 der gesündesten Lebensmittel auf dieser Welt sind für mich eindeutig die Beeren. Warum die Beeren? Die Beeren sind tatsächlich dafür bekannt, dass sie geschädigte Zellen in uns wieder reparieren und dafür sorgen, dass wir eine geringere Chance haben, Krebszellen zu entwickeln. Das ist doch mal eine tolle Geschichte. Ich muss also, wenn ich mal ganz kurz sarkastisch sein darf, gar nicht darauf warten, erst eine Chemo zu machen, sondern kann es vorher in der Prävention machen, indem ich jeden Tag Beeren verzehre. Das ist doch mal super. Also deswegen bitte verzehre regelmäßig Beeren. Welche sind hier eigentlich fast egal ausschließlich? Sind eigentlich mehr oder weniger alle Beeren insgesamt sehr, sehr gesund und sie haben nebenbei, was ich noch erwähnen möchte, wenig Kalorien und das ist natürlich auch gut, damit wir nicht so schnell dick werden.
Platz Nummer 5. Ja, Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen, die sind so gesund, die sind wirklich extrem gesund und die kann ich auch nur jedem empfehlen. Die sollten auch regelmäßig auf den Speiseplan stehen. Die Hülsenfrüchte sind wirklich, also nahezu alle, reich an ganz viel Eisen. Und Eisen ist extrem gesund für unseren Körper und das brauchen wir vor allen Dingen dann, damit es nämlich unseren Hämoglobinwert praktisch in den Lot hält und dass es da nicht zu einem Verlust kommt von roten Blutkörperchen. Es sorgt auch dafür, dass wir weniger anfällig sind für Krebs und außerdem hat es extrem gesunde Aminosäuren. Und diese Aminosäuren sind absolut wichtig für unsere Zellen, aber auch für unsere Muskulatur. Deswegen kann ich jedem empfehlen, bitte, bitte immer und immer wieder Hülsenfrüchte bei sich auf den Tisch zu haben. Wenn du diese 5 Nahrungsmittel regelmäßig dein Leben lang verzehrst, dann bist du selbstverständlich nicht davor geschützt, dass du vielleicht mal einen Autounfall hast, was ich dir selbstverständlich nicht wünsche, um Gottes Willen, aber du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Es ist natürlich wirklich sehr, sehr gut, wenn wir das regelmäßig machen und dazu auch nicht noch anderen Stress haben, dann haben wir natürlich sehr, sehr gute Chancen, mit diesen Nahrungsmitteln tatsächlich unter Umständen vielleicht 101 Jahre alt zu werden. Und wer weiß, vielleicht darüber hinaus sogar noch älter. Und wenn man dann auch noch gesund ist und vital, naja, wer wünscht sich das nicht? Das ist doch wunderschön. Wenn du jetzt wissen möchtest, wenn du zum Beispiel unter Panikattacken leidest, wie du dich davon befreien kannst, dann verlinke ich dir hier einmal ein Video von mir auf der Endcard. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen und bleib gesund. Dein Juan. Namaste.